Dann habe ich ein paar von meinen Raketen über ihre Köpfe gefeuert. Sie sollten denken, ich kann nicht zielen. Aber dann die letzte Rakete. Boom! Sie waren überrascht, dachten, es wäre ein Zufall. Ja, wahrscheinlich war es auch nur ein Zufall. Entschuldigen Sie, der Junge, der da sitzt, will ein Held werden. Große Taten vollbringen. Er kann Ihnen zuhören und lernen, wie man wie eine Großmutter fliegt, oder? Ich würde gern für jeden auf dem Planeten eine Kerze anzünden. Ich glaube nicht, dass der Raum hier so viele Kerzen fassen kann. Da haben Sie wahrscheinlich recht. Ich habe während der vielen Jahre, die der Kilrathi-Krieg dauerte, nie so etwas Schreckliches gehört. Präzisionsmord an unschuldigen Leuten. Die falsche DNS-Kette und man ist zum Tode verurteilt. Es ist teuflisch. Anders kann man es nicht nennen. Ob ich jetzt wohl tot wäre, wenn ich mit Ihnen hingeflogen wäre? Wer würde dann eine Kerze für mich anzünden? Das kriege ich nie hin. Wo ist Sosa? Was soll das werden? Ich bin ein Pilot. Ich sehe keinen Steuerknüppel. Diese Nachricht kam vor ein paar Minuten und... Und plötzlich passten mehrere Faktoren zusammen. Das hätten wir schon während der Probleme im Peloy-System erkennen müssen. Wir wurden stutzig und als sie die Position meldeten, an der sie neulich die Jäger ohne Abzeichen einkassierten, war klar, dass wir diese Zone nochmal untersuchen mussten. Anhand unserer Berechnungen fanden wir bald heraus, dass das Axios-System dabei eine zentrale Rolle spielt. Da war ich schon mal. Es gibt nichts in Axios. Natürlich ist da noch viel Spekulation dabei. Mit dieser Übertragung senden wir Ihnen alles, was wir über Axios wissen. Es ist wild und unbewohnt. Nur Wüstenplaneten. Der perfekte Ort, um große Streitkräfte zu verstecken. Man hat uns berichtet, dass sich momentan ein riesiges Großkampfschiff im Axios-System befindet. Viel Glück bei der Suche. Glauben Sie mir, die Suche ist sinnlos. Aber wenn Sie etwas Zeit totschlagen wollen, können wir gerne dorthin fliegen. Das gefällt mir nicht. Wir fliegen zum Nachbarsystem von Axios. Ja, Sir. Wir fliegen erst in das Axios-System, nachdem ich mich dort umgesehen habe. Hören Sie zu. Wir werden außerhalb von Axios warten. Der Grund ist, dass ich nicht das ganze Schiff riskieren will. Es macht mich nervös, was ich über die Planeten weiß. Lieutenant, was sagen Wilford Staten? Die Planeten sind unbewohnbar. Die Truppen müssten im Weltraum stationiert sein. Es fliegen Kometen und anderer Raumschrott durch das System. Das bedeutet, dass sie große Mobilität haben müssen. Wir könnten doch mit den neuen Jägern einfach losballern und sie überraschen. Ohne zu wissen, auf wen oder was wir stoßen. Typische Marine-Taktik. Ich bin auch Hawks Meinung. Aufklärung fliegen. Das sollten wir zuerst tun. In Ordnung, schon gut. Deshalb brauche ich zwei Flügelmänner, die mich zum Jump-Point in das System begleiten. Dort kehren sie um und ich fliege allein weiter. Wenn ich allein in einem ihrer Schiffe ohne Abzeichen fliege, errege ich nicht allzu viel Aufmerksamkeit. Sie wissen, was mit gefangenen Spionen gemacht wird, Colonel. Ja. Das Risiko muss ich eingehen. Los, gehen wir.
Wenn du mich nochmal so dumm anredest, dann passiert was. Das regeln wir draußen. Diese Starburst-Bombe ist einfach zum Kotzen. Deshalb war sie wahrscheinlich noch beim Testen. Ich habe ein bisschen rumgebastelt und sie effektiver gemacht. Anstatt in alle Himmelsrichtungen zu explodieren, schießt sie es nach vorne, wie eine riesige Kanone. Da wird sich aber jemand freuen. Diese Starburst-Bombe ist einfach zum Kotzen. Deshalb war sie wahrscheinlich noch beim Testen. Ich habe ein bisschen rumgebastelt und sie effektiver. Gesichtet, Colonel. Lösen und feuern. Die mache ich fertig. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Ja, da brennt er. Zum Jump Point, Colonel. Wer weiß, wen Sie auf der anderen Seite alarmieren. Zeit zu springen, Colonel. Sie sind jetzt auf sich allein gestellt. Viel Glück! Warten Sie, Sir. Bevor Sie springen, gebe ich Ihnen die Koordinaten der Basis, die wir in der Umlaufbahn des zweiten Axios-Planeten entdeckten. Wir konnten sie gerade durch den Jump-Point orten. Eins ist sicher, dieses Ding ist viel zu groß. Sie können es nicht ohne Hilfe ausschalten. Wir schlagen vor, dass Sie sich voranschleichen, auf keinen Fall das Feuer eröffnen und dort landen. Viel Glück, Colonel. Nötige Identifikationsalgorithmus für Landeerlaubnis. Sie haben Landeerlaubnis. Ich komme allein zurecht. Macht euch einen schönen Abend. Bis später. Dann.
Holzstapel, die Meister durch die Hand der Weben. Haben Sie alles eingeordnet? Ja, natürlich. Aber ein weitsichtiger Mann, ein Genie, unser Wohltäter, ein uns Gleicher fand uns, schützte uns und gab uns die Mittel, unseren rechtmäßigen Posten als naturbestimmte Herren des Universums einzunehmen. Unsere Operation im Telamon-System ist erfolgreich verlaufen. Ich gratuliere allen, die daran beteiligt waren. Zum Abschluss ergreift unser oberster Befehlshaber das Wort. Ich bin hier, meine Freunde, um mich für eure großartige Mithilfe zu bedanken. Ihr, die Black Lance-Leute, werdet ganz oben stehen, denn ihr seid die Verteidiger der Menschheit. Diverse Feinde der Konföderation haben bereits mit euch Bekanntschaft gemacht. Sie wissen ganz genau, wozu ihr fähig seid, verehrte Kameraden. Schon bald ist es soweit. Alle konföderierten Staaten werden von eurer Existenz erfahren. Und ihr werdet endlich den Lohn erhalten, den ihr euch mehr als verdient habt. Ja! Ein Mann hat einen besonders hohen Ruhmesanteil verdient, euer großartiger Kommandeur. Der Mann ist ein ideales Beispiel dafür, was unser genetisches Menschheitsoptimierungsprogramm in Zukunft ermöglichen wird. Ja! Werden überleben. Das war schon immer das Gesetz der Natur. Die Schwächeren der Lebewesen sind vom Aussterben bedroht. Ihr wisst, dass es noch gar nicht allzu lange her ist. Da hätte man unsere Rasse beinahe ausgerottet. Die Wahrheit ist, dass unser Sieg über die Kilrathi leider kein reiner Verdienst unserer menschlichen Überlegenheit war. Es war ein Glücksfall. Wir hatten einen Zeitvorsprung, das war alles. Eines Tages werden wir einem viel schlimmeren Feind als den Kilrathi gegenüberstehen. Und es ist unsere Pflicht, uns darauf vorzubereiten. Wir müssen dann stark sein. Und wir müssen wachsam sein. Ja! Auch wenn das bedeutet, dass wir gewisse Elemente unserer Gesellschaft eliminieren müssen. Wir sind wohl gezwungen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und dank der hochentwickelten Genselektion haben wir auch das geeignete Werkzeug dafür. Wir haben es getestet und wir werden es natürlich anwenden. Ja! Ihr wisst alle, dass die widerspenstigen Grenzwelten jetzt die neuen Feinde von uns sind. Sie sind Abtrünnige. Sie sind eine Bedrohung für unsere Einigkeit, unsere Stärke und unsere Menschlichkeit. Niemand von uns ist frei von Pflichten. Ich stelle mich meiner. Ich sorge dafür, dass der große Rat Schritte unternimmt, die uns von dieser Plage befreien werden. Wenn der Moment gekommen ist, meine verehrten Kameraden, verlasse ich mich auf euch und eure Kampffähigkeit. Danke. Ja!
habe sie doch von Tier 7 gerettet. Gerettet, damit ich eine Gefangene werden konnte. Und jetzt zwingen sie mich zu etwas... Ich weiß, wer sie sind. Sie werden sie töten. Nein, mein Flieger ist startklar. Wir können es schaffen. Nein, nein, kommen Sie lieber mit mir. Sie müssen das veröffentlichen. Na los. Gehen Sie endlich. Sterbt ihr Halbmenschen. Mission abgeschlossen. Nötige Landeerlaubnis. Willkommen zu Hause. Jetzt muss ich keine Kerze für Sie anzünden. Unser Radar zeigt ein Großkampfschiff, das den Axios-Quadranten, in dem Sie waren, verlässt. Sie können landen. Eine Holobotschaft für Sie, Admiral. Admiral, schlechte Nachrichten. Es gab ein Sicherheitsproblem. Ich nehme an, es ist wieder dieser penetrante Colonel. Ja, er ist ein würdiger Gegenspieler. Das Herz des Tigers, so haben ihn die Kilrathi genannt. Wo sind Sie jetzt? Hier, ich bitte um Landeerlaubnis. Leer ist bestimmt wieder auf seinem Schiff und plant, uns zu verfolgen. Was soll's? Die Bemühungen des Colonels sind nicht mehr relevant. Ich habe eine Besprechung mit dem Rat. Eine längst überfällige Beförderung erwartet mich.
soll er doch weiter versuchen, uns zu fangen. Und? Was gibt's Neues? Talvin. Er war es die ganze Zeit. Dieses Schwein. Ich hatte ihn in Verdacht. Sie hätten ihm eine Kugel in den Kopf jagen sollen. Hey, Junge! Ich hab doch in dem Schiff so ein komisches Ding gefunden. Ich weiß jetzt, was es ist, aber ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Zu diesem Zeitpunkt sollte man vom Unmöglichen ausgehen. Das Baby hat eine ganze Menge drauf. Man kann damit ein Großkampfschiff, ein Haus, vielleicht sogar eine ganze Station hochgehen lassen. Aber es kommt noch viel besser. Es funktioniert von innen nach außen. Hört sich irre an, oder? Nicht für mich. Ich kenne ihre Wirkung. Sie heißen Flashpacks. Wann haben... Wie viele haben wir davon? Nur die eine. Aber ich könnte in einer Woche ein paar basteln. Wir haben keine Woche Zeit. Es heißt Vesuvius. Gegen ihre Manövrierbarkeit und Beschleunigung haben wir keine Chance. Das stimmt. Ich habe die Konstruktionspläne gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass sie es so schnell fertig kriegen. Es nimmt Kurs auf den üblichen Jump Point im Solarsystem. Ein so großes Schiff hat keine Wahl. Aber ein Schiff unserer Größe hat andere Möglichkeiten. Wir kürzen den Weg durch das Ella-Sternsystem ab und quetschen uns durch diesen Jump Point. Womit Talvin niemals rechnen wird. Weil in dem System eine konföderierten Superbasis ist. Ja, so ist es. Unsere Verletzung des Luftraums wird für Wirbel sorgen. Das Schlimme ist, dass Ella dicht bevölkert ist. Also starten wir einen Präventivschlag. Flyers hat uns von der Scheibe erzählt. Das Flashback? Dann werden wir Tausende von Zivilisten töten. Die Superbasis ist nicht vom Rest des Systems isoliert. Wir können den Krieg nur verhindern und Millionen von Leben retten, wenn wir Talvin gefangen nehmen. Ich schlage vor, dass wir die Superbasis zu einem Kampf im All provozieren. Gegen ihre Streitkraft werden wir niemals ankommen. Na gut, es wird ein harter Kampf. Aber das Flashback einzusetzen und absichtlich Zivilisten zu töten, ist moralisch nicht vertretbar. Hawk hat recht. Wir sind im Krieg. Panther hat recht. Wir dürfen keine Zivilisten töten. Das Flashback wird auf keinen Fall eingesetzt. Wir versuchen, sie abzuhängen. Vorschlag unannehmbar. So etwas wäre moralisch... Ich kann es nicht akzeptieren. Wenn Krieg ist, dann... Ich bitte Sie, es reicht jetzt. Dies wird die schwierigste Mission, die wir je vor uns hatten. Wir begleiten die Intrepid zu diesem Jump Point. Das heißt, dass wir an der Superbasis vorbei müssen. Wenn sie uns verfolgen, und ich sehe keinen Grund, warum sie das nicht machen sollten, werden wir alles brauchen, was wir haben, um sie zu besiegen. Es gibt noch einen anderen Weg. Unschuldige Zivilisten zu töten, doch... Das ist... Nicht akzeptabel. Wir können es schaffen, Leute. Vielleicht verhindern wir damit einen Krieg. Alles klar. Los geht's. Komm mit.
Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Der Grenzfeldler wollte eine Kostprobe. Feindziel zerstört. Schäden zu melden. Nachrichten. Heute starb das Herz des Tigers. Er galt einst. Panther. Bring mir das Schiff genauso sauber zurück wie beim letzten Mal. Dann zeige ich dir, was der alte Player so alles kann.
Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Nein! Feindziel zerstört! Feindziel zerstört! Feindziel zerstört! Mein Ziel angreifen! Ja, Sir! Wollt ihr eine Kostprobe von mir haben? Ziel vollkommen zerstört. Oh! Oh nein, unser Satellit! Feindziel zerstört! Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Grenzfeldler, wollt ihr eine Kostprobe von mir haben? Feindziel zerstört! Schadensmeldung geben! Wir haben keinerlei Schäden zu melden. Feindziel zerstört! Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Mein Ziel angreifen. Ja, Sir. Super Schuss, Sir. Feindziel zerstört!
Ja, Sir. Mein Ziel angreifen! Ja, Sir. Heute starb das Herz des Tigers. Er galt einst wegen seiner Leistungen im... Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Zerstört! Du Abschaum der Grenzwelt! Mein Ziel zerstört! Mein Ziel zerstört! Nein! Mein Ziel zerstört! Verhandeln. Mein Ziel angreifen. Ja, Sir. Ja.
bist du weg. Ihr Grenzwäldler wollt eine Kostprobe von mir haben? Mein Ziel zerstört. Mein Ziel angreifen. Ja, Sir. Gleich bist du weg. Mein Ziel zerstört. Du Abschaum der Grenzwelten. Meldung geben. Wir haben keinerlei Schäden zu melden. Mein Ziel angreifen. Ja, Sir. Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Mein Ziel angreifen. Ja, Sir. Mein Ziel zerstört. Feindziel zerstört! Mein Ziel angreifen! Ja, Sir! Auf und stirb! Weitere Nachrichten. Heute starb das Herz des Tigers. Er galt einst wegen seiner Leistungen im Kilrathi-Krieg als Held, hatte aber vor kurzem die Konföderation verraten und war zu den Truppen der Grenzwelten übergelaufen. Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Du Abschaum der Grenzwelten!
Feinde, um Zielschießen zu üben. Mein Ziel angreifen. Ja, Sir. Thank you.
Anton, kämpf wie ein Mann. Du bist erledigt, Drecksack. Mission abgeschlossen. Sie können landen, Sir. Schnell, schnell. Wir springen jede Minute durch den Jump Point. Fliegen Sie mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiter. Admiral, ich weiß nicht, was das soll, aber die Intrepid kommt immer näher.
Na gut, Colonel. Ich nehme die Herausforderung an. 180 Grad. Sir, wir sind gleich am Jump Point zur Erde. Haben Sie mich nicht verstanden? Wendung um 180 Grad. Ja, Sir, zu Befehl. Wenn ein verlauster Straßenköter hinter dir her ist, dann ist es am besten, umzudrehen und ihm einen Tritt in die Rippen zu versetzen. Ich glaub's einfach nicht. Er ist direkt vor dem Jump Point und dreht trotzdem um. Achtung, höchste Alarmstufe. Alle Piloten sofort bereit machen. Komm schon, komm schon. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Sofort Formation bilden. Jawohl. Lösen und feuern. Die mache ich fertig. Maniac schlägt wieder zu. Ah! Ja, da brennt er. Maniac schlägt wieder zu. Sir, die Lage hier ist zum Verzweifeln. Wir brauchen sofort Ihre Hilfe an Bord. Sie können jetzt landen. Hören Sie unsere Sensoren auf, die Anwesenheit eines Schiffes. Schön, Sie zu sehen, Colonel. Aber es ist noch schöner, Sie zu sehen, Captain. Eine fantastische Verbindung, was? Ich habe jetzt nicht genug Zeit, um Ihnen alles zu erklären, aber wenigstens kann ich Ihnen versichern, dass ich noch ein paar Freunde in der Konföderation habe. Ich befinde mich jetzt auf dem Schwesterschiff der Vesuvius. Und zum Glück gibt es an ihr ein paar Schwachstellen. Ich werde Ihrem Kommunikationsoffizier eine Menge Daten senden. Pläne, Freund-Feind-Codes und so weiter. Wie Sie sehen, sind Teile der Schiffsflanke leicht angreifbar, sobald diese Geschütztürme zerstört sind. Mal sehen, ob wir diesen Kampf nicht gewinnen können. Wir geben unser Bestes, Sir. Und ob. Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Die mache ich fertig. Maniac
weiter. Nein! Das Teil. Blair! Ich stelle Ihnen einen anderen Vogel bereit. Ich kann dieses Flashpack fertig machen, wenn Sie wollen. Das wäre das Richtige, um die Vesuvius auszuschalten. Das Dumme ist... Was denn? Ich habe mir die Pläne angesehen, die Captain Eisen geschickt hat. Die Legierung, die für diese Superträger verwendet wird. Ich weiß nicht, ob das Flashpack die zerstören kann. Deshalb wäre es am besten, Sie fliegen in das Innere der Vesuvius und bringen das Flashpack dort an. Ja, ja, bring's an meinen Platz. Da wird's mit Sicherheit funktionieren. Zu gefährlich. Jetzt oder nie. Na gut. Ich habe keine Wahl. Machen Sie alles fertig. Okay, schieb das Ding rüber. Sir, da ist eine Übertragung für Sie. Nun, ich muss gestehen, Colonel, Ihre Hartnäckigkeit hat mich schon immer beeindruckt. Es ist Ihnen doch klar, dass Sie sich nicht mehr länger hinter der Centellans verstecken können. Sie hat zu viele Treffer einstecken müssen. Sie hätten sich eben nicht so vordrängen sollen. Das war ein Fehler. Sie mögen vielleicht hartnäckig sein. Aber ich bin derjenige, der unbesiegbar ist. Das sollten Sie inzwischen wissen. Sie werden mich nicht daran hindern, als Weltraummarschall vor den Rat zu treten. Es wird langsam Zeit, dass Sie sich um den Colonel kümmern. Mit Vergnügen. Das Herz des Tigers war mir schon immer ein Dorn im Auge. Dieser Mann hätte ein großer Krieger werden können. Und was ist aus ihm geworden? Ein Verräter. Schwere Schäden. Ich wusste, dass das Schiff nicht fertig war, als wir aus dem Dock rauskamen.
Das bedeutet, dass wir ihnen nicht mehr viel nützen werden. Wenn wir noch wollen, dass die Vesuvius aufgehalten wird, müssen sie das machen. Ich habe noch eine Überraschung für Admiral Tolvin und sein Schiff. Ich werde ihm dieses nette Flashback mit Vergnügen vorbeibringen, und zwar persönlich. Viel Glück, Colonel. Hoffentlich schaffen sie es auch. Okay, an die Arbeit. Zeig's ihnen. Ich kann's kaum mehr abwarten, mehr über das Flashback zu hören. Kann ich meine Abschussquote aufpolieren? Lösen und feuern! Die mache ich fertig. Lösen und feuern! Ich ziehe los! Lösen und feuern! Ich will zeigen, was ich kann. Jetzt kommt Maniac Zauberschau. Maniac schlägt wieder zu. Ja, da brennt er! Mission abgeschlossen. Hä? Wir entdeckten einen Transporter, der die Vesuvius verließ, bevor sie völlig zerstört wurde. Sie können landen, auftanken und Waffen laden. Maniac schlägt wieder zu. Ja, da brennt er! Maniac schlägt wieder zu. Colonel, der Admiral ist uns entwischt. Jetzt hat er alle Trümpfe in der Hand. Wenn wir uns auch nur einen Schritt in Richtung Erde bewegen, festigt das seine Argumente. Alle werden glauben, dass die Grenzwelten auf dem Kriegspfad sind. Ich habe gehört, dass sie Tolwins Black-Lens-Truppe näher in Augenschein nehmen konnten. Ja, Sir. Also ich glaube, es gibt nur einen einzigen Weg, diesen Kriegsausbruch noch zu verhindern. Sie müssen sich persönlich zum Rat begeben und den Politikern erzählen, was sie wissen. Das Problem ist nur, dass sie hier als Feind betrachtet werden. Zweifellos hat Tolwin die terranische Verteidigung in Alarmbereitschaft versetzt. Und sie kennen ja deren gewaltige Waffensysteme. Sie haben eine schwierige Aufgabe vor sich, Colonel, aber Sie wissen ja, ich glaube an Sie. Viel Glück. Danke. Sie schaffen es. Ja. Bring mir das Schiff genauso sauber zurück wie beim letzten Mal. Jetzt rechnen wir ab, Colonel. Sie stehen auf der falschen Seite, auf der Seite der Vergangenheit, statt auf der Seite der Zukunft. Das passt ja auch, da Sie nur ein Symbol der Vergangenheit sind. Kämpfen Sie gut, Colonel. Ich freue mich auf die Herausforderung. Ich habe versagt! Thank you.
Versammlung ist eröffnet. Wir wollen heute Admiral Tolvin für seine unermüdlichen Bemühungen, die Menschheit zu schützen, ehren. Wir wollen ihm gratulieren. Viel Freude in Ihrem neuen Amt als Weltraummarschall. Mein Glückwunsch. Sehr verehrte Mitglieder des Rats, ich möchte Ihnen allen danken für die große Ehre, die Sie mir erwiesen haben. Und ich danke Ihnen, dass ich noch einmal zu Ihnen sprechen darf, bevor Sie mit der Abstimmung beginnen. Wir können die offensichtliche Wahrheit nicht mehr länger ignorieren. Die Grenzweltenunion führt eindeutig Krieg gegen uns. Und wir tun nichts anderes, als Beschlüsse zu fassen. Wir haben viel zu lange beide Augen zugedrückt. Ich hoffe, Sie gestatten mir, Ihnen ein paar der schrecklichen Terrorakte vor Augen zu führen, die viele unschuldige konföderierte Zivilisten das Leben gekostet haben. Ja, eine formelle Kriegserklärung ist eine entsetzliche Sache. Man sollte erst dazu greifen, wenn alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind. Und ich fürchte, ich muss Ihnen mitteilen, dass es jetzt soweit ist. Wir haben doch nicht jahrelang gegen die Kilrathi gekämpft, um uns in Friedenszeiten von einem Geschwür aushöhlen zu lassen. Und wenn man so ein bösartiges Geschwür feststellt, dann muss man die kranken Stellen herausschneiden. Und deshalb bitte ich Sie, mit einem Ja für die Kriegserklärung zu stimmen. Danke. Nutze den Augenblick. Ja, es gibt ein Geschwür, das operiert werden muss. Ergreift sofort diesen Mann! Aber es ist nicht an den Grenzen zu unserer Galaxie. Es steht direkt vor Ihnen. Welche Überraschung, der Colonel. Das ist der Held, der den Krieg gegen die Kilrathi gewonnen hat. Aber er hat die Konföderation böswillig verraten. Denn jetzt kämpft er auf der Seite der Grenzweltenunion. Ich kämpfe für dasselbe wie immer. Und zwar für Frieden und Ehre. Bitte, Paladin. Hören Sie mir zu. Niemandem darf verwehrt werden, hier das Wort zu ergreifen. Bitte, Colonel Blair. Sprechen Sie. Welchen Preis hat für Sie die Freiheit? Ich bin hierher gekommen, um Ihnen die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit darüber, was an der Grenze der Zivilisation geschehen ist. Bitte, Colonel. Sie beleidigen mich und alle, die hier anwesend sind. Glauben Sie denn wirklich, dass keiner von uns weiß, was geschehen ist? Das Spiel kann ich auch. Ich lasse mich nicht provozieren. Nein, Admiral. Die hier Anwesenden sind nicht unwissend. Vor allem Sie nicht. Vielen Dank. Ich will bloß die Ereignisse im richtigen Licht darstellen. Die Grenzwelten sind Opfer einer großen Verschwörung. Falls sie nicht gestoppt wird, fällt ihr die ganze Menschheit zum Opfer. Bestimmt. Geben Sie mir recht, dass das eine etwas verquere Logik ist. Aber bitte sprechen Sie trotzdem weiter. Spiel mit ihm. Konfrontiere ihn. Wollen Sie leugnen, dass Sie etwas mit den Unruhen an der Grenze zu tun hatten? Nein, ich habe mich bemüht, die Unruhen zu beenden und Recht und Ordnung wiederherzustellen. Ja. Recht und Ordnung. Kontrolle. Wichtig ist, den Status quo zu halten. Nur das zählt für Sie. Die Harmonie zwischen allen Völkern. Ist da zweitrangig. Harmonie wird erst durch Kontrolle ermöglicht. Er ist machtgierig. Er wird sich selbst verraten. War es Harmonie, die mich, ich bin ein konföderierter Pilot, mitschuldig an dem Diebstahl eines Grenzweltenlabors und der Entführung einer Biokonvergenzchemikerin der Grenzwelten machte? Wie Sie eine Operation interpretieren, Colonel, ist irrelevant. Als Soldat haben Sie Befehle auszuführen, ohne sie zu hinterfragen.
ohne Fragen zu stellen. Hat jemand von Ihnen den Admiral zu seiner Black Lance-Truppe befragt? Marshall! Sir, diese Black Lance-Truppe, was hat es damit auf sich? Es ist eine Elite-Truppe, die ich aufgestellt habe, um die Sicherheit der Galaxie zu gewährleisten. Ist diese Einheit auf einer Basis im Axios-System stationiert? Es ist meine Pflicht, Truppen da zu stationieren, wo sie wahrscheinlich gebraucht werden. Der Black Lance-Truppe wurde eine ungewöhnliche Ausrüstung zur Verfügung gestellt. Effektive Soldaten brauchen auch effektive Werkzeuge. Wie Raumjäger ohne Abzeichen? Wie Biowaffen? Bezeichnen Sie die Genselektion Biowaffe als ein effektives Werkzeug, Admiral? Diese Versammlung hätte niemals die Verwendung einer neu entwickelten und unerprobten Biowaffe genehmigt. Nun, wie bei jeder experimentellen Neuentwicklung, hätte ich Ihnen die Forschungsdaten nach Fertigstellung der Waffe vorgelegt. Die Bewohner von Telamon dienten wohl als Versuchskaninchen. Die wenigen Überlebenden erzählten von einer Waffe, die selektiv jeden tötet, der körperlich oder mental von einer Norm abweicht, die von jemand anderem festgelegt wurde. Die Umstände der Tragödie von Telamon werden noch untersucht. Dabei wird sich mit Sicherheit herausstellen, dass die Grenzwelten dahinter stecken. Ja. Das All ist voller Verbrecher. Habe ich nicht recht, Admiral? Das kommt mir auch so vor. Und Hunderttausende von unschuldigen Menschen mussten sterben, damit diese Verbrecher gejagt werden konnten. Erzähl ihnen mehr. Greife Tolwin an. Erzähl ihnen mehr. Admiral, glauben Sie, dass die Starken immer überleben? Ich bin davon überzeugt, mit jeder Faser meines Herzens. Ist deshalb der Anführer der Black Lance Elite-Truppe ein Produkt Ihres genetischen Optimierungsprogramms? Dieses Programm wurde schon vor vielen Jahren beendet. Der Mann ist ein besserer Krieger, als Sie es jemals waren, Colonel. Er ist eine Kampfmaschine ohne Gefühle. Er ist ein... Er ist tot. Er ist ein Symbol für all das, was wir in Zukunft erreichen werden. Was hat denn die Konföderation erreicht, Admiral Tolwin? Die Tötung vieler Menschen durch ihre Black Lance-Truppe? Die Millionen, die noch sterben werden, wenn der Rat für den Krieg stimmt? Weltraummarschall Tolwin glaubt, dass der Sieg der Menschheit über die Kilrathi ein Zufall war. Dass wir als Rasse nicht gut genug für diese Welt sind. Man muss uns verbessern. Und wenn ein paar Milliarden draufgehen, was soll's? Die waren sowieso nichts wert. Wieso können wir nicht mehr wie die Kilrathi sein, Kriegslüstern und nur von einem einzigen Gedanken besessen, dem Tod? Sagen Sie es uns, Admiral! Ist das der Preis der Freiheit? Die Menschheit hat im Krieg gegen die Kilrathi ihren Höhepunkt erreicht. Doch jetzt geht unsere Gesellschaft kaputt und wir haben keine Ziele mehr, keine Ideale. Wir sind selbstherrlich und träge geworden. Wer wird uns schützen vor der nächsten Rasse, die uns versklaven will? Keiner weiß, woher die nächste Bedrohung kommt und wann. Keiner. Wir müssen deshalb vorbereitet sein. Fortschritt ist nur das Ergebnis von Konflikten. Kämpfe härten uns ab. Konflikte vergrößern unsere Fähigkeit zu überleben. Die Kilrathi wissen das. Sie existieren seit Millionen von Jahren. Und das werden wir auch, wenn wir weiterkämpfen. Aber wir müssen die Tötungsmethoden, die wir haben, verbessern. Und wir... Was? Jetzt haben wir genug gehört. Die Versammlung soll abstimmen.
Einstimmen überwiegen. Es gibt keinen Krieg mit den Grenzwelten. Die Verhandlung für eröffnet. Dieser Mann ist ein Kriegsaufhetzer! Kriegsaufhetzer! Ihr wart der Verursacher! Er allein ist daran schuld! Es ist Ihre Schuld! Unmenschliche Admiral Tolwyn! Dieses Tribunal hat sich schwerer Verbrechen gegen die Menschheit für schuldig befunden. Die Berufung, die Raummarschall Tolwyn eingelegt hatte, wurde heute zurückgewiesen. Tolwyns Hinrichtung wird... Hier sind Sie nur ein kleiner Fluglehrer. Sie sind weder General noch Senator. Sie hätten alles haben können. Die Fliegerei bedeutet mir alles. Und die habe ich nicht aufgeben müssen. Ich beneide Sie. Hätte ich nur den gleichen Weg eingeschlagen wie Sie. Wie läuft's mit der Farm? Ich bin kein Farmer. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Sperrt eure schmutzigen Ohren auf und konzentriert euch endlich. Ich hab mal etwas sehr Weises von Maniac gehört. Was war das? Sie sagten, man ist entweder ein Wurm oder ein Adler. Das hab ich gesagt? Ja. Hey, Colonel! Hier sind noch ein paar blutige Anfänger für Sie. Ich bin nicht zu sprechen. Ich werde jetzt erstmal einige Runden fliegen. Für mich war es ganz klar, dass dies hier die beste Schule ist. Ja, für mich auch. Vorhin guten Flug. Knapp an einem anderen. Senator, was Sie mit meinem Satz meinte. Halten Sie Ihren Mund. Redest du nicht nur dich, sondern auch die anderen.